bin totaler Weihnachtsfan. Ich gib's ehrlich zu. Ich muss irgendwann mal vor Weihnachten machen. Das ist als Weihnachtsgruß an euch da. Film ich mal, wie ich meine Wohnung oben geschmückt habe. Also im Moment ist es, glaube ich, in meiner Wohnung noch kälter als hier. Scheiße. Wenn ich eine Küche warm haben will, mache ich den Kühlschrank auf. Tja, hat nur das Wohnzimmer, das Büro und das Kinderzimmer im Moment gehört. Der Rest der Bude ist bei 13, 14 Grad. Oh! Gut, ich gucke abends eine Stunde Fernsehen und ich habe ein riesen Wohnzimmer und dann nach oben Dachstuhl frei. Das ist geil, das ist toll, aber das konnte ja keiner mal wissen, dass das Heizen so derbe teuer wird. Und solange ich noch nichts Genaues weiß, frieren tue ich jetzt nicht. Hab da eine dicke Decke beim Fernsehen gucken. Ja, muss man durch. Ich kann nur sagen, so an die Fußballer und an die Leute, die den Kataris oder wo die Fußball-WM war, als erzähle das mit Schwul sein und bla bla bla. Ey, wir kaufen von denen Gas, ne? Ich friere schon für die Ukraine, das mache ich auch echt gerne. Aber wenn ich so für den Fußball frieren muss. Okay. So mit zum Thema. Ach, da finde ich hier eine kleine Heizdüfte, die lasse ich ein bisschen laufen. Was habe ich denn hier? In meinem Kühlschrank? 7,3 Grad. Dann gehe ich ins Wohnzimmer, ist schon warm. Ihr seht, Leute, es. Ich habe auch das Bierchen dabei, das wäre mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Also nehmt ihr gerade. So. Wann ihr mit's? Kurze Nachbesprechung. Also, ich habe nicht dem Toms Mobile-Welt das goldene Gleis verpasst. Nee. Da habe ich aber, glaube ich, sehr klar und deutlich gesagt, das hat die liebe Jan und Uwe bekommen. Weil sie so nett waren und dem Recht gegeben haben. Ich halte den Typ nach wie vor halt für. Der hat mir auch noch eine E-Mail geschrieben und wollte noch das Gleis haben, worauf ich ihm halt gesagt habe, dass er wirklich Hilfe braucht, weil er muss da schon zuhören, er hat das Gleis nicht gewonnen. Ja. Ich habe ihm auch geschrieben, ob ihm das denn überhaupt nicht zu denken gibt, dass er so viel Shitstorm auf seiner Seite hat, dass so viele Leute das nicht gut finden, was er macht. Nein! Manchen kann man auch nicht helfen. Aber ich mache sowas einmal im Jahr schon allein für all die Leute, die von so Leuten ehrlich gesagt gemobbt werden, sobald sie mal was schreiben, was sie nicht so toll finden und wo sie auch recht haben. Und dann kommen dann die selbsternannten Modellbahnspezialisten, erklären ihnen, dass sie mindestens ein Minimum hiervon brauchen, Minimum davon brauchen, halt gerade wo sie sich selbst ein bisschen auskennen. Ne? Eine. Und jetzt kommen wir. Ich war 200, ich bin ja der Statistiker, 200, wo ich geguckt habe, 285, oh je, ihr habt mich ganz schön auf Trab gehalten, 285 Kommentare und zwei waren für ihn. Ich nehme mal an, das ist der in seinem Stammtisch, wo die anderen zwei sitzen. Ne? Der eine will mich verklagen, weil er gerechtfertigte Kritik gemacht hat und ich ihn aufs Übelste beleidigt habe. Ich sag ja, ich glaube, der ganze Stammtisch ist weit weg von der Realität. Ich warte mal, was passiert. Gut, und was war noch? Ja, und ach ja, beim Uli ist unbekannt, hieß es, glaube ich. Ja, ich habe auch gesagt, ich mache es hier nochmal. Er hat mir auch eine Mail geschickt und er hat recht. Ich habe das nicht gelesen, was er geschrieben hat. Eins habe ich überlesen und ja, das tut mir leid. Das habe ich in den falschen Hals gekriegt und das habe ich ihm auch geschrieben und kein Thema. Ich gebe zu, wenn ich was falsch gemacht habe. So, ja, wie war das so? Also das Video, danke, war sehr beliebt. Meine Watchtime ging über 50, zumindest bei 6000 Aufrufen. Das ist ja schon mittlerweile wesentlich höher. Na, aber im späteren Verlauf wird die niedriger, weil es dann auch Leute gibt, die rein durch Zufall reinkommen. Na, aber ich habe ja erstmal so meine 5000 Abonnenten. Das sind keine Abo-Leichen, das sind Leute, die das wirklich gucken. Und deswegen habe ich auch mindestens 7.000, 8.000 Aufrufe immer. Also eigentlich über 10, eigentlich über 11. Und ja. Die gucken das halt oft bis zum Schluss.
Und da war ich bei sage und schreibe über 50%, 54% oder sowas war es. Ich habe mich riesig gefreut, weil das heißt, die meisten haben das dann in der Zeit bis zu 80% geguckt. Das ist wirklich klasse. Das ist cool, das ist ein toller Wert. Oh, ja. So, der Uwe von Uwes Mini-Landspur N hat sich bei mir entschuldigt. Das war einer der Gewinner des Goldenen Gleises. Ich nehme da eine Entschuldigung an. Das war halt Harder Tobak, den der geschrieben hat. Das könntest du ihm vielleicht auch mal schreiben, dass du auch nicht damit einverstanden bist. So. Sonst noch was? Ja, die anderen. Das war jetzt zu Uwe und die Jan, weil die zwei kannte ich. Deswegen haben die das. Komm, da waren natürlich noch andere Kanäle. Es waren nicht viele, aber auch welche. Ich habe das natürlich auch verdient, ne? Das ist ganz klar. Also, Uwe, geht weit in Ordnung. Dann geht's jetzt weiter. Ich war bei der Modellbahnbörse da im Niederwald. Was habe ich gemacht? Ich habe schwer eingekauft. Ich bin schon schwer genug, deswegen. Ich habe mir 20 Männchen geholt, die auch ganz gut bemalt sind. Das ist so Preis allein zweite Wahl, würde ich fast sagen. Ich freue mich aber immer, weil ich male die Kerle ja auch selber an. Und das ist Arbeit, Leute. Nein, das ist nicht Arbeit. Ich mache das eigentlich gerne, aber da brauchst du mal eine ruhige Minute. Du musst halt die Farbe mit hochnehmen, weil hier in dem Kühlschrank mal mal mit der Farbe zäh. Nee. Da habe ich auch kein Wasser, um die Pinsel sauber zu machen. Na, aber hier so. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Ich finde. Mit Stühlchen. Ah, pro Figur 1 Euro. 2 hat er mir noch geschenkt. Passt. Wackelt nach Luft. 22 Figuren mehr. Ja, die stelle ich jetzt hin beim Schloss. Da hin gehen die hoch und hier auf den Bahnsteig. Das fällt nicht auf. Das sind mir so die Kosten, wisst ihr. Machst du eine Modelle? Also meine Thomas ist ach geil. Hey, ich hole schon alles. Ich habe gesagt, Thomas, hier, allein von den kleinen Kackern brauchst du auf so einer Anlage 1000 Euro ist da nichts. Oder mach's selber, malst du selber. Ne? Ronald hat ja in seine Wagen, der hat ja hat er 3400 Männchen reingesetzt. Stabil. Da gibt's nichts. So, das habe ich auch noch mir geholt. Da bin ich schon begeistert. Die habe ich mal geholt. Die würde ich auch gerne weiterempfehlen. Und zwar die Matt. Das ist ja von Busch Blumenkästen. Wie ihr hinten seht. Bitterste Fummelarbeit. Ja, aber wer lange an seiner Anlage arbeiten will und irgendwann nie fertig werden möchte, so habe ich es jetzt richtig gut ausgedrückt, ist genau richtig. Ne? Alte nervt, ich mache mal ein paar Blumenkästen, guck du dann Fernsehen. Zack, aber Beschäftigung. Ja, aber wenn die Ehefrau noch gut aussieht, empfehle ich euch das hier. Ich habe keine mehr. Ich könnte das machen. Also hier, ja, das sind die Blumenkästen von Noch. Da habe ich mir erstmal eins bestellt, dann habe ich mir noch drei bestellt. Die gingen hier aber an die Fensterbänke, so schnell konntest du gar nicht gucken, wie die mir hier von meinen Preiserlein aus der Hand gerissen wurden. Die waren total begeistert. Guckt es euch an, ich finde es klasse. Klar, man kann auch richtige Blumen oben noch drauf machen. Ja, aber ich gehe nicht mit einer Lupe hier am Main, das mache ich nicht. Bewundern wir die Jungs, die das machen. Ne? Hier, Gleiswüste, der hat im Treppenhaus Briefkästen reingemacht. Vom Haus, im Treppenhaus. Das Treppenhaus hat er aufgemacht. Das ist der Brüller. Ne? Das ist klasse. Ne. Künstler, das sind Künstler. Ich, Comedian, die Künstler. Ja, und? Was finde ich auch immer wieder absolut geil und Thomas guckt es mit dem Arsch nicht an? Die ganz billigen Loks. Deswegen ist Thomas jetzt auch nicht hier. Was wird an dem wohl eher nichts?
wegen Kindergeburtstag und meine Tante hat Geburtstag, haben wir ja schon gehabt. Also, was stelle ich euch vor? Limit-Auflage 1999 von Märklin. Ich mache ja nie Reklame für Märklin. Ich mache nur Hass und Hetze. Achtung! Jawohl! Das war jetzt der Lok im Weltrekord auf der Abula-Strecke. Und weil hier der Papa Schulz immer ganz gerne nach St. Moritz in Urlaub gefahren ist, ist er die Strecke zweimal schon gefahren, oder? Ne, zweimal bin ich sie gefahren. Ja. Empfehlenswert, aber die meisten von euch sind die auch schon gefahren. Das ist, aber wenn du dort musst, denn in St. Moritz, kannst du auch im Nachbarort wohnen. Ne? Wenn du da Urlaub machst und dann kriegst du automatisch bei zwei Nächten, kannst du mit der Bahn in der Region umsonst rumfahren. Das ist halt die Schweiz, ne? Bei uns kämpfen sie für 9-Euro-Ticket, da machst du zwei Tage Urlaub, nimm den Zug, komm, hast Spaß. Ist auch so. So geil mit dem Zug, ey. Du bist ja rüber nach Italien geschippert, sitzt da drin, es ist auch bei schlechtem Wetter. Leute fahren das auch beim schlechten Wetter. Wenn die Wolken auseinandergehen, die Berge kommen zwischen raus. Hammer! Ja, du sitzt ja schön im Warmen, ist doch klasse. Ja. So, also mir gefällt das Löckchen. Ich gleise jetzt mal auf, mach die anderen Amigos hier mal ein bisschen leiser, damit wir hier das auch hören. Hier fahren ja auch Sachen rum, die muss ich auch noch vorstellen. Ne? Eins am anderen. Weil ihr wisst ja, Black Friday. Ja, da holt Thomas eine Lok und ein paar Waggons. Dafür habe ich 1, 2, 3 Loks, ein paar Waggons, ne, 4 Loks und ein paar Waggons geholt für dasselbe Geld. Aber ich bin Spielebahner. Der Thomas ist mehr so der Sammler und hast du nicht gesehen, musst du haben. Aber es ist Leidenschaft, ich habe das schon immer verstanden. Und ich bin immer froh, wenn ich ein Löckchen günstig bekomme. So. Und nein, ich stehe nicht unter Drogen. Ich bin von Natur aus ein lustiger Kerl. Also, ich gleise mal auf. Da ist er, das Goldstück. Das ist Sound weg, aber der Strom ist noch drauf, Leute. Ja, nicht brennt noch. Also, ich habe noch nicht runtergeregnet, deswegen ist sie jetzt ein bisschen laut. Hey, Leute, wisst ihr was? Ich regle das gute Stück erstmal runter. So, das haben wir so runtergeregelt. Also vom Aussehen gefällt es mir sehr gut. Sind uns natürlich einig, man sieht hier schon klar, Plastik fantastisch, ist logisch, aber Lok hat eben mal so ein bisschen mehr als 200 gekostet und den Sound finde ich jetzt für das Geld, ja, nicht schlecht, aber ich glaube, ich muss noch ein Stück runter regeln. Für eine Weltrekordfahrtslok finde ich allerdings zwei Haftreifen schon wieder ein bisschen beschämend. Na, da hat man wieder. Das ist wie mit Ludmilla. Hinten die Panzer dranhängen und zwei Haftreifen spendieren. Ja, und hier haben wir jetzt wieder zwei Haftreifen. Jetzt könnte man sagen, was willst du für das Geld erwarten? Ja, vier Haftreifen. Warum? Damit spielt man halt eher. Ne? Und wenn mir andere Fachleute sagen, dass du bei den hochachsigen Dampfloks das scheiße aussieht, wenn da Haftreifen drauf sind. Ich weiß nicht, wo die hingucken, aber ist egal. Die sagen es so und das muss ich dann auch mal so als Meinung gelten lassen. Aber hier, ne, da könnte man ruhig mal zwei Haftreifen mehr drauf klatschen. Ja. Aber ansonsten, ich finde die klasse, was er nachher zieht, wenn man nachher testen. Ich muss den Tisch jetzt erstmal einfahren lassen, da freue ich mich auch drauf. Weil ich finde erstmal die Lok so ziemlich gelungen.
Man hat, kann auch die Schweizer Lichter einstellen. Also die hat enorm viel Klimbim. Moment, ich blende euch ein. Jo. Jo. Und da geht schon einiges bei der guten Lok. Ne? Ich lasse jetzt einfach mal losfahren. Und ja, ohne Thomas ist das nicht mehr so einfach. Aber also ich finde sie wirklich, ich kriege dafür 229 Euro. Ich will da jetzt nicht groß rummeckern. Ich finde es dafür ist schon echt geil. So. Okay, also die hat wirklich, hier haben wir Schranke, ich meine gut, netter Gimmick, ja. Was haben wir noch? Allegra, herzlich willkommen zum Weltrekordversuch der Rätischen Bahn mit ja, 25 Kapitantriebzügen auf der UNESCO-Welterbestrecke der RAB. Here we are in the most spectacular section of the Alpine. Okay, das haben wir jetzt. Also, ich fotografiere das jetzt und es ist gut. The view from the window can be confusing. The UNESCO World Heritage Section of the Rhaetian Railway is a masterpiece of railway engineering. Oh Jesus. To have an exciting glimpse into the English Wörterbuch. Ah, ist gut jetzt. Das war meine Ansage. Hier haben wir noch so eine Sprechblase, da bin ich jetzt aber vorsichtig. Hier das ist. Allegra, liebe Fahrgäste, das Zugteam der Rätischen Bahn begrüßt Sie im Regio Express nach St. Moritz und wünscht eine angenehme Reise. Ja, der mich mit. So, ja. Ja, ich fotografiere das jetzt noch kurz und dann machen wir eine Nachbesprechung. Momentchen. So. Ich habe ein bisschen was dran gehängt, wie ihr seht. Dann schauen wir mal, wie sie das so nimmt. Ab geht ins Tüdelein. Ja, macht sie easy. So. Ich meine, die liegen ja ein bisschen was überall. Eine muss mal gewöhnt werden. Das ist nicht ein Weltrekordversuch, aber mit zwei Haftreifen wird sie den auch nicht überleben. Aber so ist schon ganz gut. Also, das kommt sehen.
Schauen wir mal, dass ich nochmal das Bremsenquietschen noch einfangen tue. Das habt ihr noch nicht gehört. Ich finde, das kann man auch lassen. Ja. Auch das. Kann man so lassen, würde ich sagen. Ne? Ich hatte schon Schlimmeres, aber auch schon Besseres. Aber für 230 Euro. Ich würde es mir nochmal holen. Also in dem Sinne, macht's gut. So. Nun stellt sich natürlich die große Frage, ne? Wie ist die Lok entstanden bei Märklin? Welchen bedeutenden Fehler hat sie denn? Nun gut. Ich habe jetzt trotzdem Satire, ne? Es hat sich so vor 2 Monaten Folgendes im Hause Märklin stattgefunden. Also wir haben dann die üblichen Beteiligten, den Herrn Bächeler, die Ingenieure, der Lagerist und wir haben ihn ja wieder eingestellt, der Erbsenzähler. Und der Big Boss ist hier erstmal außen vor, der sitzt da im warmen Nürnberg. Warum warm? Weil Palazzo Brozzi wird voll geheizt. Oder er glaubt ihr, wenn der Privatjet von den reichen Leuten nach St. Moritz fliegt, dass der etwa kalt ist? Nee, frieren tun nur die armen Leute. Gut. Also. Wie ist dieser Loktyp entstanden? Naja, also der Bächle macht so seine monatliche Konferenz, weil er muss schon den Laden am Laufen halten, weil es ist ja nun mal ein Florian, sein Baby. Und das darf er nicht verkacken, ey. Sonst... Ja, ist so. In der Firma wird da nicht lang Federlesen gemacht. So, also der Bachelor, jetzt darf er vorne sitzen. In die Runde. Alter, das ist hier überhaupt nicht gut. Ihr müsst ein bisschen weiter mehr Leistung bringen. Wir sind nicht so ganz in den schwarzen Zahlen. Da muss doch was nachkommen. Weihnachten, das ist unser Geschäft. Da müssen wir noch was raushauen. Ja, die Ingenieure! Ja, Chef! Halt, scheiße, Moment! Spider, was vergessen, ey! Ja, Chef! Wir sind aber ziemlich ausgelastet mit den ganzen Projekten, die sie uns schon gegeben haben. Allein die Drehscheiben, scheiße, schaffen wir auch nicht im Dezember, wird auch wieder später. Ich meine. Jetzt noch was zusätzlich, wie soll denn das? Bächle. Halt dein blödes Maul! Ich will hier keine stumpfsinnige Ausreden hören, ich will Ideen haben! Ja, wie das mal mit den Ideen so ist, wer hat's wieder? Ja, der am wenigsten Geld verdient. Der kriegt deswegen trotzdem nicht mehr. Und das ist der Lagerist. Chef, Chef! Ah. Ja, bei uns hier im Lager, ne? Da liegen noch so von den Startup-Blocks ein Haufen rum. Kussform haben wir auch. Nehmen wir doch den Scheiß einfach. Ist schnell gemacht. Müssen wir auch keinen Ungarn groß anlernen. Das können die aus dem LF. Ja, da denkt der Bächle drüber nach. Ah, keine schlechte Idee. Ingenieure. Ja, aber wir haben da schon die in Rot. Und was soll man denn da noch Besonderes machen? Ich weiß nicht. Unser allseits beliebter Erbsenzähler hat ja die Firma schon gerettet. Naja, ich würde mal sagen, wir haben doch da diesen von diesen Schluchtenscheißern da, diesen Rekordversuch mit ihren Waggons auf der Abula-Strecke, haben wir doch gesponsert.
Können wir da nicht einfach einen Aufkleber auf die Lok patschen? Gut ist? Bitte. Ja, ist keine schlechte Idee. So machen wir das. Wir treffen uns hier wieder. Na ja. Soll ich euch sagen? Nach 2 Monaten treffen sie sich wieder im Konferenzraum. Und die Bächler, die Einzimmer wieder! Mit der Lok! Ja, der Ingenieur? Ja, wir haben ein klitzekleines Problem bei der Produktion jetzt gefunden. Was für ein Problem? Unser Schweizer Mitarbeiter, den einen, den wir da in dem Räumchen haben, Sie wissen, der für die Qualitätskontrolle für ganz Märklin zuständig ist, hat die Lok auch kurz in den Fingern gehabt. Und? Was hat er denn zu meckern? Der Schweizer über die Telefonleitung. Der gute Mann heißt der Herr Rösti. Rösti, was hast du für ein Problem mit unserer Lok? Ja, ich weiß nicht, aber ich habe die mir so angeschaut und wie ich da so drüber gelurkt habe, das habe ich festgestellt, die hat ja 2 rote Lichter hinten dran, also soweit ich mich daran erinnern kann, haben die nur 1 rotes Rücklicht, ich will euch ja nicht reinreden. Na gut, man muss jetzt sagen, es arbeiten wirklich verdammt wenig Schweizer in Deutschland. Das wird nur der hellste sein. Aber da hat er nicht ganz unrecht, würde ich sagen. Das fällt jetzt auch im Bachelor ein. Und der Bachelor schlagartig falkweiß. Ja, weil jetzt weiß er nicht, wie er da rauskommt. Also, ein Ingenieur. Hier! Männer! Was machen wir denn jetzt? Wir können uns Schweizer noch nicht ausnehmen mit nur mit 2 Rücklichtern in Rot! Können wir da was machen? Wir haben schon gebaut, Chef. Wie viele sind schon fertig? 1.999. 1.999, oh, wie sag ich das nur, Florian? 1.999 für die Mülltonne. Also es bleibt dir nichts anderes übrig. Er holt das Handy raus und tippt die Nummer. Die vom Florian. Vergiss es einfach. Vom Vorzimmer. Die Maya natürlich. Oh, die Maya geht ran. Imperator, Hauptquartier. Hey, ihr Spechle aus Köppingen. Ja, was willst du? Ja, ich kann mal mit dem Chef reden. Hast wieder versagt. Ja, das war, weil ich immer meine Leitung schwul habe. Junge. Ah, ja, ist gut. So. Florian. Bächle, was los? Bächle. Hallo, Florian. Grüß dich. Wie geht's dir denn? Siehst du immer noch so gut aus? Deine Locken? Hör auf mit der Schleiberei, du. Willst du mir noch was erzählen? Ja, wir haben da so ein kleines Problem. Wir haben 1.999 Loks gemacht. Schweizer, mit 2 Rücklichtern. Hast du vielleicht eine Idee? Ich meine, du hast den Laden nach vorne gebracht. Du, eure Heiligkeit, du hast doch immer eine Lösung. Jetzt pass mal auf. Jetzt lernst du, warum ich BWL hab und du ein armes, kleines Würstchen bist. Passt auf. Ihr macht da jetzt eine Special Edition draus. Und bis die Vollhorste kapiert haben und nennt das Ding bloß fiktive Lok. Und bis die Vollhorste kapiert haben, dass das Ding 2 rote Rücklichter hat, haben wir alle verkauft. Wer will schon der Letzte sein bei 1.199? Und sowas will ich nicht nochmal hören. Ihr seid also wirklich an. Das dauert jetzt ungefähr so 5 bis 10 Minuten. Dann ist das Gespräch beendet. Ja. Florian, ich mach alles, was du gesagt hast und ich bin auch alles, was du gesagt hast. Tschüss! Ja, den Rest muss ich euch nicht erzählen, oder?
Jetzt haben wir eine Special Edition mit 1999 Loks, die der Firma Märklin noch Geld in die Kasse spülen als Starterblock. Und mit zwei roten Rücklichtern. Also, der Thomas wird die nicht kaufen. Und er lacht sich gerade einen Ast über mich, weil ich so blöd war und dann vorher reingeguckt habe. Aber es waren doch nur 1999, Thomas. Da muss ich schnell sein, sonst kriege ich keine mehr. Ich bin mal gespannt, ab wann die bei SMTV für 150 angeboten wird. Na gut, mich hat die Firma Märklin damit gekriegt. Ich gebe ja zu, ich würde sie immer noch kaufen. Ich finde sie ja immer noch gut. Und ob die jetzt ein oder zwei Rücklichter hat, ich bin ja kein Erbsenzähler. Also, mir geht's am Popo vorbei. Aber, ey, im Ernst. Also, die Blöße hätte ich mir an der Firma Märklin ihrer Stelle nicht gegeben. Das hätte jetzt wirklich nicht viel gekostet, dass er mal ein Rücklicht leuchtet. Aber egal. Thomas meint, bei einer Startup-Lok darfst du eben nichts verlangen. Und wenn du so einen Scheiß kaufst, bist du selber schuld. Ich find's schön. Aber ich habe auch nie behauptet, der Hellste zu sein. Also Leute, jetzt wisst ihr, wie das mit dieser Lok da aus Göppingen passiert ist. Warum es genau 1199 sind und gerade 2000, weil normalerweise gibt es in die Firma, gibt es da eine, machen wir hier, 1000, 2000. Vielleicht haben sie das auch gemacht, weil sie wissen, dass der Kunde einfach Zugriff in eine 199 hat. Gut. Das war jetzt mal ein Video. Eine komplette Daheimproduktion. Wegen Kindergeburtstag und Tante hat Geburtstag und schieß mich tot. Und ich hatte zum Glück frei und ja, die ersten zwei, drei Tage nicht. Da war ich wirklich nur mit dem Video beschäftigt. Ah, das Neue machen und will die Antworten fürs Alte geben. Und das war viel. Ich habe auch noch E-Mails gekriegt ohne Ende. Ich habe auch viel geschrieben, ich habe viel klargestellt und jo, das war es soweit. Ich wünsche euch einen herrlichen vierten Advent und ich hoffe, ihr irgendwie konnt lachen. Und jetzt haben wir hier, weil es ist jetzt auch schon das fünfte Ding, das ich hier mache und hoffe, dass das jetzt gut ist. Ich gucke mir das natürlich auch an. Und jetzt habe ich mir Mönchhofsbier. Das Bier. Ach, scheiße, ist ja ein Radler. Das Rad, ich mache nicht nochmal alles neu, weil ich das jetzt verkackt habe. Also ich trinke jetzt meinen Radler hier, weil ich habe schon einen trockenen Hals von der ganzen Babbelei. Ich wollte mir erst einen heißen Apfelwein machen, aber das war mir jetzt echt zu viel Aufwand. Ich wusste aber auch nicht, dass ich so lange hier oben bin. Mittlerweile ist es warm, jetzt kann schon noch ein bisschen wieder Eisenbahn spielen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.